Assassine. Es scheint, Gott stand heute auf eurer Seite. Gott hatte damit nichts zu tun. Ich war der bessere Kämpfer. Ja, vielleicht glaubt ihr nicht an ihn, aber er glaubt an euch. Bevor ihr geht, habe ich eine Frage. Dann stellt sie. Warum? Warum reist ihr so weit? Riskiert euer Leben wohl 1000 Mal, um einen einzelnen Mann zu töten? Er bedrohte meine Brüder und das, wofür wir stehen. Ah, Vergeltung also? Nein, nicht Vergeltung. Gerechtigkeit, um dem Frieden den Weg zu bereiten. Ah, dafür kämpft ihr. Frieden? Seht ihr nicht den Widerspruch? Mit einigen Männern kann man eben nicht reden. Wie mit diesem tollen Hund Salad. Mich dünkt, er würde ebenso gerne diesen Krieg beenden wie ihr. Das hörte ich. Aber ich sehe es nicht. Auch wenn er es nicht sagt, es ist Volkes Wille. Sarazener wie Kreuzfahrer. Das Volk weiß nicht, was es will. Deshalb wendet es sich an Männer wie uns. Dann liegt es an Männern wie euch, das Rechte zu tun. Unsinn. Von Geburt an schreien und treten wir. Gewaltsam und unberechenbar. So sind wir halt. Und können es nicht ändern. Ich fürchte, euer Wunsch wird sich heute nicht erfüllen. In diesem Moment streckt dieser Heide Saladin meine Männer nieder und ich muss ihnen beistehen. Aber wenn er erkennt, wie verletzlich er ist, überdenkt er seine Taten vielleicht. Ja. Vielleicht ist bald möglich, wonach ihr euch sehnt. Ihr wart nicht sicherer als er. Vergesst nicht. Die Männer, die an eurer Stadt regierten, sie hätten euch nicht länger gedient als unbedingt erforderlich. Ja. Dessen bin ich mir bewusst. Dann verlasse ich euch jetzt. Mein Meister und ich haben viel zu bereden. Es scheint, auch er ist nicht ohne Fehl. Er ist ein Mensch. Genau wie wir alle. Genau wie ihr. Friede sei mit euch alle Zeit. Und damit herzlich willkommen zu Assassin's Creed 1. So, dann werden wir uns mal zu unserem Meister begeben. Das riecht auf jeden Fall nach Brügge. Aber erstmal aus dem Animus. Hallo. Oh nein. Anscheinend haben uns ihre Assassinenfreunde gefunden. Was? Wie haben sie das gemacht? Moment, ich weiß nicht, wovon sie reden, aber was immer da unten vorgeht, es hat nichts mit mir zu tun. Sie sind wegen ihnen hier. Und ich habe sie sicher nicht eingeladen. Wie ist die Lage da unten? Stehen unter schwerem Beschuss. Kommt ihr damit klar, oder muss ich den Gefangenen evakuieren? Sind nur 5 oder 6. Wir sind in der Überzahl. Ein paar Verwundete, aber wir kommen klar. Wir kriegen das in den Griff. Verdammt nochmal, Desmond. Konnten Sie das nicht lassen? Ich sagte doch, ich habe damit nichts zu tun. Wie hätte ich Kontakt aufnehmen sollen? Telepathie? Kommen Sie! Ist auch egal. Sie werden bald tot sein. Hier, hören Sie zu. Drohung ausgeschaltet. Sieht aus, als würde die Kavallerie nicht kommen. Weiß nicht, Doc. Vor einer Minute sind sie noch ausgeflippt. Sind sie hier doch nicht so sicher, wie sie dachten? Meinen sie, die kommen mit Verstärkung zurück? Das glaube ich nicht, Desmond. Was Lucy versucht ihnen zu sagen, ist, dass es keine Assassinen mehr gibt, die zurückkommen können. Wir waren sehr erfolgreich im letzten Jahr, haben eure kleinen Enklaven ausgeräuchert, eure Wüstenkommunen und was auch immer. Ich fürchte, sie sind ganz allein. Ruhen Sie sich aus. Wir bringen das morgen zu Ende. Alles klar, dann werden wir mal schauen, ob wir mit der Lucy noch reden können. Erstmal warten, bis der alte Sack weg ist. Ein fieser Zeitgenuss auf jeden Fall. Ja, mach die Tür zu. Dankeschön. Tut mir leid, Desmond. Er erwähnte die Wüste. Glauben Sie? Nein, Sie haben ein Team dorthin geschickt, aber der Ort war verlassen. Ich weiß nicht, wo Ihre Eltern sind und kann nicht versprechen, dass Sie noch leben. Aber ich glaube, Sie konnten fliehen. Danke. Danke fürs Nachsehen. Es ist nicht so schlimm, wie es scheint. Wovon reden Sie?
Die haben gerade buchstäblich meine einzige Chance, hier herauszukommen, gekillt. Und dann finde ich heraus, dass die Assassinen fast ausgerottet wurden. Und Gott, ich weiß immer noch nicht, was diese Leute vorhaben. Ich weiß nur, dass sie mich töten werden, wenn sie fertig sind. Ich bin am Arsch. Was soll ich jetzt tun? Haben Sie ein bisschen Vertrauen? Oh. Sie sind... Vertrauen Sie. Ruhen Sie sich aus, Desmond. Sie werden die Energie brauchen. Und damit haben wir jetzt herausgefunden... Gar nicht müde? ...dass die Lucy auch Assassin ist. Schön. Aber wir gehen erst mal pennen. Hoch. Noch früher als sonst, Doc. Ich würde das gerne so schnell wie möglich hinter mich bringen. Wenn Sie es sagen. Seien Sie nicht so niedergeschlagen, Mr. Miles. Heute ist ein historischer Tag, an den man sich noch lange erinnern wird. Einige von uns, zumindest. Ach ja. So, ich glaube, mit der Lucy können wir nicht reden, deswegen schauen wir mal, ob wir uns gleich hier drauf legen können. Oder probieren wir es mal. Nö, geht nicht. Dann ab in den Animus und zu unserem Meister. Letzte Erinnerung. Na dann. Greifen Sie weit entfernte Feinde mit Wurfmessern an. Was ist geschehen? Wo sind alle hin? Den Meister zu sehen. Waren es Templer? Haben Sie angegriffen? Sie folgen dem Weg. Welchem Weg? Wovon redet ihr? Dem Weg zum Licht. Sprecht klar. Es gibt nur, was der Meister uns zeigt. Das ist die Wahrheit. Ihr seid von Sinnen. Auch ihr werdet dem Weg folgen oder vernichtet werden. So befiehlt es der Meister. Es war Al-Mualem, oder? Was hat er euch angetan? Preiset den Meister, denn er führte uns zum Licht. Oh, weia. Das klingt auf jeden Fall nicht gut. Und ich habe die Befürchtung, dass uns schlimme Dinge erwarten auf dem Weg zum Meister. Überall Verrückte. Ja. Aber sie greifen uns zum Glück nicht an. Das ist ganz gut eigentlich. Oh, das sieht nicht gut aus. Hallo, darf ich durch? Danke, danke, danke. Oh. Jetzt muss ich gegen meine eigenen Leute antreten, das ist aber auch nicht schön. Sind aber auch solche Schubser. Aie. Die sind auf jeden Fall auch eine Nummer stärker. Aber das schaffen. Gleich zwei Balken verloren. Aber. Aber sieht gut aus. Die dezimieren die auf jeden Fall ganz gut. Ja doch, sie kann.
Da ist noch einer. Oh, da kommen wieder welche. Ah, nicht schön. Oha. Ach du Scheiße. Das sind ein bisschen viele, oder? Aber ich habe wieder alle Balken, das ist gut. Hilfe, das sind nicht viele. Ich ahne Schlimmes. Scheiße. Das sind noch 15. Hä? Was denn jetzt? Ah, wir wurden gerettet. Warum auch immer die alle plötzlich weggelaufen sind. Ihr habt euch eine gute Zeit ausgesucht. So scheint es. Seid auf der Hut, Freund. Al-Mualem hat uns verraten. Ja, ebenso wie er seine Templerfreunde verriet. Woher wisst ihr? Nach unserem Gespräch kehrte ich in die Ruinen unter Salomons Tempel zurück. Robert hat Tagebuch geführt. Jede Seite eine neue Enthüllung. Was ich lesen musste, brach mir das Herz. Aber es öffnete auch meine Augen. Ihr hattet recht, Altair. Der Meister hat uns nur benutzt. Wir sollten das Heilige Land nicht retten. Wir sollten es ihm ausliefern. Wir müssen ihm Einhalt gebieten. Seid vorsichtig, Malik. Was er den anderen tat, wird er auch uns tun, sobald er kann. Haltet euch fern von ihm. Was schlagt ihr vor? Mein Schwertarm ist noch stark und meine Männer immer noch die meinen. Es wäre ein Fehler, uns abzuweisen. Dann lenkt seine Lakaien ab. Greift die Festung von hinten an. Wenn ihr sie von mir ablenkt, kann ich vielleicht zu Al-Mualem durchdringen. Ich tue, was ihr verlangt. Diese Männer, sie sind nicht sie selbst. Wenn ihr es vermeiden könntet, sie zu töten. Ja. Nur weil er die Gebote der Bruderschaft verraten hat, müssen wir das nicht auch tun. Ich tue, was ich kann. Mehr verlange ich nicht. Friede sei mit euch, mein Freund. Eure Anwesenheit hier wird Frieden bringen. Okay, jetzt wird's ernst. Oh. Also zurück kommen wir auf jeden Fall nicht mehr. Okay. Und was ist da? Oh, weia. Was ist denn da oben los? Ach du. So viele Unschuldige. Ich muss aufpassen, dass ich ihnen kein Leid zufüge. Wir müssen uns mal ein bisschen hier durch drängeln. Darf ich mal? Danke, danke. Ich habe da einen Termin. Aber wie es weitergeht, sehen wir erst in der nächsten Folge. Bis dahin. Seid gespannt aufs Finale. Tschüss.